Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Adrian an. Dieser hat über das Sony BDV E2100 5.1 Blu-ray Heimkinosystem geschrieben, welches er mit 4,8 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Sony hat mit diesem Heimkinosystem meine Erwartungen eindeutig übertroffen. Das Sony BDV E2100 5.1 Blu-ray Heimkinosystem mit einer maximalen Leistung von 1000 Watt hat eine richtig gute Soundqualität. Die Bässe sind mega kräftig für ein Mittelklassegerät. Ich habe auch noch eine Bose-Anlage für satte 3000 Schlappen und kann leider nicht bestätigen, dass der Sound viel besser ist. Der Bass ist bei weitem nicht so kraftvoll, da das System für solche Tiefen wahrscheinlich nicht ausgelegt ist. Sony Heimkino mit Blu-ray. Zurück zum Sony BDV E2100 5.1 Heimkinosystem. Ich höre über die Anlage ständig Musik und habe sie deshalb an meinen PC angeschlossen. Im Computer ist eine Soundblaster Z-Soundkarte eingebaut, durch die sich die Tonqualität um Längen verbessern lässt. Der Bass ist in jeder Lautstärkestufe zu hören, was sehr erfreulich ist. Wenn ich die Lautstärke auf ca. 2 Drittel des Maximum-Levels stelle, fangen schon die Rückwände meiner Schränke an zu vibrieren. Die Maus springt ohne Witz auf dem Mauspad auf und ab und alle Gegenstände auf dem Schreibtisch fangen an zu tanzen. Doch bei voller Lautstärke wechsle ich dann vorsichtshalber den Raum. Das Heimkinosystem bietet außerdem einen DVD- und Blu-ray-Player, durch den sich Filme aller Art über das leider sehr niedrig auflösende Home-Menü ansteuern lassen. Die Anlage ist modern gestaltet und sieht richtig gut aus. Allerdings hat Sony beim Einbau des Liftes ziemlich Mist produziert. Dieser fängt nach ein paar Wochen an, im Gehäuse zu vibrieren und schlägt dann ständig gegen das Blech. Dies nervt leider extrem. Ich habe ein Stück von einem Schwamm darunter geklebt, wodurch sich das Problem eindämmen ließ. Trotzdem im Ganzen ein sehr gutes Soundsystem. Kann ich nur weiterempfehlen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.